Wir machen uns ganz schnell warm, wie wir das gewohnt sind. Mit der Koordinationsleiter fangen wir an. Wir wollen da 6-mal insgesamt durch diesen ganzen Zirkel machen, 6-mal durch die Leiter. Ne? Immer verschiedene Sachen durch die Leiter, möglichst schnell durch die Leiter durchkommen. Dann kommt ihr da hinten an, an der Grundlinie solltet ihr euch gut verteilen und dann diese 6 volleyballspezifischen Sachen machen. Ne? Aufschlag, Annahme, Zuspiel, Angriff, Block, Abwehr, diese 6 Sachen. Dann lauft ihr auf die andere Seite auf die 4 und macht einen Angriff über die 4 simulieren, einen Angriff über die 3 simulieren und einbeinig Kopf über die 2 simulieren. Und dann seid ihr wieder bei der Leiter und dann fängt die zweite Runde an, davon 6 insgesamt. Okay? Los geht's! Dann treffen wir uns hier zum Krafttrainingsteil. Wir machen die 10 bekannten Übungen direkt nacheinander weg. Und das dauert ungefähr 4, 4,5 Minuten immer, ne, für jeden. Das ist nicht so schlimm. So, ich zähle immer bis 12 und ihr macht einfach mit, ne, die ganzen Sachen. Okay, jetzt spielen wir uns ein, zwar zu dritt mit einem Ball. Wir teilen das Feld der Länge nach so. Und zwar wollen wir machen, wer rüberspielt, ist der neue Zuspieler auf der anderen Seite. Wir teilen das mal so, ihr drei geht auf diese Seite. Einer nach da hinten, einer nach da hinten und einer zum Zuspiel. Genau, einen Ball braucht ihr. Lara wirft den Ball rüber zu Franzi. Ihr spielt 3-mal und dann, wenn du rübergespielt hast, bist du der neue Zuspieler auf der anderen Seite gleich. Nur pritschen und baggern, okay? Ja. Mach mal vor einmal, Lara, auf Franzi. 3-mal spielen und Franzi geht rüber zum Zuspiel. Nur rüberspielen, ne? Genau. Dabei keine Fehler machen, ne? Das gehört noch zur Erwärmung. Einfach nur pritschen, baggern erstmal. Ja, ihr fangt auch mal an, genau. We'll be right back.
Okay, ich denke, wir halten das an soweit. Das war's zum Warmmachen. Das habt ihr gut gemacht.